Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Weste und Gier. Ja, und ich bin wieder da. Ja, mal so spontan. Okay, weil die meinten, wegen den GTA, dass wir aufnehmen, und da wollte ich einfach Bock drauf. Ja, weißt du, und Jonas, sag mir mal die Koordinaten. Ich hatte keine Koordinaten, du hast es recken. Nein, warte. X ist 329 und Z 110. Was ist Gern? Mach eigentlich ohne Schieds hier? Ja, ne? Also musst du wie Jonas immer auf Game Mode gehen und dann wieder die Sache zurückholen. Ja, ich weiß nicht, eigentlich ohne Schieds, aber bei Jonas weiß man halt nicht. Bei Jonas weißt du nicht, ja. Jonas ist gay. Ich glaube, ich bin zu Hause. Sicher? Ich glaube, ich habe vielleicht keinen Akku mehr. Ich bin auch nicht sicher. Läuft bei dir. Mhm. So, was wollte ich als nächstes machen? Genau, Sand. Scheiße bauen. Ja, aber Leute, das ist gleich klar, dass wir noch ein bisschen GTA spielen, oder? Aber nicht so lange wie heute, morgen. Nein, nicht so lange. Ich gehe auf jeden Fall auf. Ja, ein bisschen können wir aber auf jeden Fall. Ja, nicht. Ja, so 1 Uhr morgens, ne? Oder so. Wahrscheinlich 1 Uhr morgens geht noch. 1 Uhr geht noch, ja. Aber 4 Uhr morgens war schon krass, ne? Ja. Und vor allem. Ja, sag du. Ja, und vor allem wir sind nur irgendwie 5 Level aufgestiegen oder so. Ja, weißt du. Ich bin nicht nur 5 Level, ich bin voll viel aufgestiegen. Ja, toll, die ersten Level gehen auch schneller. Ich bin von 2 auf 10 gekommen. Ich bin von 6 jetzt auf 15, glaube ich, bin ich jetzt. 15. Ich muss mehr Missionen machen. Und insgesamt, noch heute bin ich dann mal auf 3 gekommen. Von 10 auf 13. Nein, bist du dumm? Was? Nein. Ja, also, das kann ich euch erzählen. Ja, mein Bruder will die ganze Zeit GTA spielen und dann verbiete ich ihn einfach zuzugucken. Und dann steht er einfach die ganze Zeit vor meiner Tür und lauscht durch das, wie nennt man das, durch das Schlüsselloch, weißt du? Und dann, wenn meine Mutter nach Hause kommt von der Arbeit oder so, geht er immer direkt zu meiner Mutter und meint dann so, ja, nein, Gier lässt mich nicht zugucken, ich laufe jetzt zurück und dann... Ich mich einfach auf, ne? Da steht das einfach nicht, dass ich mal alleine spielen will, weißt du? Und dann geht er einfach in mein Zimmer rein und fragt, ja, darf ich das und das? Ja. Und wobei ich dir das schon versprochen hat, dass er online spielen darf, ne? Und ja. Jetzt habe ich den sogar schon 8 Stunden lang GTA gezogen. Jonas? Ja? Welche Koordinaten waren das? Warte. Nicht ganz kurz. Also ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich porte dich sofort. 274 und 122. Da wo ich jetzt gerade bin. Und so noch in der Nähe. Warte, X war. X ist was? 274. Ohne Minus davor. Ohne Minus davor. Okay. Weißt du, ich sag auch mein Bruder so, ja, bitte bei der Aufnahme nicht reinkommen. Alright. Ich bin gerade ganz voll. Was soll man da? Der steht immer noch bei der Tür. So, was war jetzt Z, Jonas? 122. 122, genau. Okay. Ich mute mich mal kurz, ja. Okay. Ja. Jetzt mir das, ich muss jetzt durchs Wasser schwimmen. Eliana. Ich muss durchs Wasser schwimmen. Ich plane gerade was. Also ich plane überhaupt nichts. Ich mache einfach nur Holz, damit ich mir Holzkohle machen kann und gleich. Ja, I don't know. Es wird nicht cooler, wenn du es zweimal hintereinander sagst. Das ist dann viel cooler. Mhm. Aber nicht. Mach ich schon. Wird 100 mal cooler, wird das dann 100 mal. Ich ja, 100 mal 0 ist. Kannst du Mathe? Halt die Schnauze. Ja, jedenfalls, ich mache gerade Kohle. Wo rückwärts sind überall Fichtenwälder, ey.
Aber vorher musste ich eine ganze Folge lang suchen. Ja, so läuft das in Minecraft, so läuft das. Ich hab das Gefühl, ich bin hier nicht richtig, weil hier auch ein Fichtenwald ist. Du kannst hier nur richtig sein, weil genau das ist bei mir angezeigt. Du lügst. Ich lüge nicht. Guck in der Aufnahme. Guck in der Aufnahme. Ich klicke auf F3 jetzt. Jetzt steht bei X303. F3. Drück auf F3, du Fochel. F3, weil wenn ich bei mir F3 geht, dann wird mein Laptop heller. Jedenfalls heißt das X301, weil ich mich jetzt bewegt habe, und Z119. Als ob, du bist ein Lügner. Ja, du bist einfach dumm. Bin ich nicht. Nur fast, ne? Nein, du bist dumm. Mal direkt beleidigen. Ich hasse dich. Ich bin zu Hause, glaube ich. Ja, hier ist der Dschungel. Und das Hexenhaus. Wo war jetzt nochmal mein Haus? Da vorne am Strand, genau. Alright. Bin da. Und da ist direkt ein Fichtenwald, ey. Wie scheiße ist das? Ich bin voll falsch gelaufen. Du hast direkt ein Fichtenwald bei dir zu Hause? Oder rennt über die ganze Welt? Ja. Aber ich habe rote Pilze gefunden, das war gut. Ich hab selber rote Pilze, glaube ich. Jetzt holt er wieder. Mein Gott. Er hat keine eigenen Freunde. Ja, nee, er macht ja so zu mir. Ja, Gian. Meine Freunde zocken nicht, weil die noch nicht dürfen. Ne, aber ich meine nicht so. Ja, dann warte 5 Jahre. Dann zocken die auch. Ja, mein Bruder ist, glaube ich, der erste Zocker von denen. Der Jonas Flo, der geht auch irgendwann zu dieser koreanischen League da. Glaub mir, der ist gerade für 8 Jahre ist der nicht schlecht. Es ist 8, Alter. Der ist 8. Vor allem sucht man schon. Junge, der ist voll gut in FIFA. Der wird jetzt gezogen, ey. Und ich bin nicht schlecht. Doch. Und jetzt schreit der im Hintergrund auch noch, ey. Das ist unglaublich. Ich schau FIFA 14, zieh ich dich hier. Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Soll ich porten? Ich porte heute noch zu Wesen, ne? Nein, porte den zu dir. Ich hab gar nichts. Ich hab aber auch nichts. Ich will zu Wesen. Ich will zu Wesen. Aber mach nicht die Setzlinge kaputt, die brauche ich. Das sind die einzigen hier in der Umgebung. Mach sie kaputt und du bekommst Eisen von mir. Ein Album. Okay, warte, hast du noch zu essen? Nee, ne? Mhm. Hey, warum sind wir nicht auf der Welt? Ich hab. Ja, Frage, warum sind wir auf der Welt? Hä? Sorry. Warum sind wir auf der Welt? Fragen über Fragen. Ich glaube, das waren die Aliens. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann nicht sein, liegt nicht so. Oh. Die Aliens sind sowas in die Höhle machen. Rein, ey. Ich muss erstmal eine Höhle machen. Ich habe schon lange kein Minecraft gezockt, das ist voll scheiße. Ja, ich komme trotzdem nicht immer in die Tür rein, obwohl ich was auf Minecraft spiele. Okay, irgendwas muss ich jetzt machen. Also habt ihr euch getrennt oder so? Also wir arbeiten so, also wir sind nicht weit voneinander weg, aber wir sind ein bisschen voneinander entfernt. Ja, damit er nicht mein Haus abfackelt. So wie letztes Mal der Marc. Ja, da haben die beiden so richtig geraged, denn am Ende wollte kam ich an, hab gesagt, ey, weißt du, ich repariere das ja, noch. Weißt du, meine ganze Etage war abgefackelt und dann kommt so mit einem Wassereimer, hey, ich rette dich, hier. Als ob das überhaupt noch was bringt. Und da war eh schon alles vorbei. Traurig, ne? Ich bin so doof. Hier sind ja kaum Bäume. Ich will die aber immer nicht abschlachten hier von Basen. Ja, echt? Mein Gott, meine Maus regt mich so auf. Ich auch. Aber ich hab lange keinen. Mein Gott, wir machen eine Workbench, machen wir auf hier, ne? Hier, so. Way. Anyana. Hey, ja. Ich will keinen Zucker. Okay, da war jetzt irgendwie Leiden für Base. Base, du bist Zucker, ne? Mhm. Merkt man gar nicht, also merkt man kaum. Aber ihr fastet auch, ne? Bei Jam merkt man das. Ja, bei Jam. Ja, echt. Der ist so klein. Oder Adam, am besten, letztens hat er ja in der Klasse so gemeint, ich bin Quotentürke, ne? Boah, ich musste mich so schrott lachen, weil einfach Quotentürke. Ja, Alien. Weil ich dachte, also Quotentürke sind doch so Leute, die einfach voll behaart sind, oder? Die was sind?
Also richtig, richtig hart behaart sind. Nein. Also wie bist du. Kotentürken sind Türken für die Quote. Immer noch. Zum Beispiel, wenn ein Typ ist, der ist Nazi, aber er will nicht sagen, dass er Nazi ist. Der ist dann mit einem Türken befreundet, damit man nicht merkt, dass er Nazi ist, und der ist Türke, weil dann der Quotentürke. Oder bei, zum Beispiel bei jetzt bei YouTube-Kanal, zum Beispiel bei Titi, sagt der Os immer, er ist der Quotentürke. Du verstehst, du verstehst. Ja, weiß ich auch nicht, kenn ich eigentlich nicht. Nur von den gehört. Ich hab auch noch nie von denen gehört, ja. Ich hab gehört, der soll schwul sein, okay. Ja, hab ich auch gehört. 100%ig schreibt er uns direkt an, so, ja, meint ihr, dass wir schwul sind? Du. Du, ich hab. Ey, hat jemand von euch was zu essen? Mhm. Selbst gerade am Verhungern. Ich hab auch nichts. Ich hab noch so ein Hungerding. Ich wohne hier irgendwie mit Marc zusammen, in diesem Haus. Hab ich auch gewusst, dass du okay bist, Jonas. Ja. So einfach. Ja, der wurde. Der ist ja angeschnurrt gekommen, weil der nichts hatte. Aber der nichts hatte. Jonas. Und Weiße wollte. Und Weiße wollte nicht aufnehmen, mal, weil Weiße keine Penner aufnimmt. Ich hab die Betten geklaut, ich komm gleich und töte dich. Ey, komm. Ich komme und töte dich. Ja, ein Bett kannst du dir abholen, komm. Ich hol mir beide. Hol dir eins. Ich hol mir beide. Hol dir beide. Ja, wenn du unbedingt so dämlich sein musst, ey. Mach das. Jetzt setzt mich auch noch dämlich. Ja, wenn das für dein Ego wichtig ist, dann kannst du das tun. Boah, ich werd sterben. Sterben. Mach das. Fangen wir Monster an? Ja. Scheiße. Weil ich finde hier einfach nix. Ich bin immer noch ein bisschen krank, ich hasse das. Aber meint ihr, René ist schwul? Ja, ja, ein bisschen. Das fühle ich. Ah ja, jetzt kommt wieder meine Rage-Sprüche hier. Ja, ja. Also, man weiß ja, dass ich alle Schwulen nenne. Außer Wesel. Weil er einfach ein Affo hat. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er. Du kennst auch Joel Martin, ne? Der aus Schalke, ne? Ja. Der hat einen Bruder. Spielt auch Fußball. Wo denn? In, Oh, was hat er gespielt? Oh, was hat er gespielt? Oh nein, ich will sterben. Wochen. Hat jemand von euch kein Dingsfleisch oder so? Zombiefleisch? Ja, aber du kannst zu, Jonas rennen. Und dann. Ich habe noch 5 Sterne. 5 Sterne! So viel GTA gespielt, der Junge. Ich hab noch 5 Sterne! Ich kann nicht kommen! Kommt die Polizei so bei Minecraft rein. Die geht einfach ins andere Spiel rein und verfolgt ihn da immer noch. Ja, egal. Geht zu Jonas? Oder? Nein. Ich brauch Hilfe. Nein, du kannst nur ein bisschen schnorren. Ja, ich hab auch noch ein bisschen Gammelfleisch. Ja, ich bin tot. Du bist tot? Ne, ich bin tot. Kann mich immer spawnen. Aber hier sind wir ja. Hier sind 2 Fackeln. Ja, das ist auch deine Nähe. Die habe ich gerade hingesetzt, um mir selbst zu markieren, wo der Fichtenwald ist. Ja, jetzt geht mal schlafen. Es geht, ja. Gian, wo bist du? Komm hier hoch. Gian? Ja, ich bin doch hier. Du bist unten. Ja, ich muss hier hochkommen. Ich bin hier oben. Hallo, siehst du mich nicht? Ich bin oben. Du bist bei mir unter der Erde. Nee, ich bin oben schon. Keine Sorge. So, ich bin im Bett. Schnell. Schlaf doch, Jonas. Kian ist bei mir immer irgendwo anders, ey. Ja, egal, schlaf jetzt. Soll ich mal mein Stuff holen? Ah, jetzt. Gehe ich jetzt zurück zur Wesel? Verstehe ich das nicht. Was? Willst du nicht bei mir wohnen? Ne, ich will nicht bei dir wohnen. Okay, und nein, ich weiß nicht, wo meine Sachen sind. Ich hab schon so viel da. 20 Steine oder so. Oh. Ja, voll viel. Im Vergleich zu Jonas schon. Ja, im Vergleich zu den wenigen Zeug, was ich hab. Ja, sollen wir irgendwas noch zu Marc sagen? Oder so? Ja, der ist raus aus Raider HD, weil er abgefackelt hat. Nein, der wollte unbedingt woanders mitspielen, hat er Angebot bekommen, 400 Euro oder so. Der ist jetzt bei Rapeface HD. Der ist jetzt bei Männer mit kleinen Dingern. Männer mit kleinen Dingern. Männer mit kleinen Dingern HD. LOL Roffel XD. Ja, die sind nicht so cool, habe ich gehört, ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns eigentlich verabredet, aber er konnte doch nicht. Leider.
Also nicht mit mir, sondern mit Jonas und der ist natürlich wieder spontan hier dabei. So. Aber Marc, er ist nie da. Ich weiß, gestern auch nicht. Das macht mich gesagt, wütend, wenn ich höre, Marc sagt, er ist nicht da. Ich denke immer, Marc, was soll das? Ja, vor allem mit GTA, gell? Boah, das war gestern voll geil. Vor allem ja, mit den Leuten da von unserer Klasse, das ist einfach mega cool. Ja. Er macht wirklich Laune. Das ist schwer. Und David rastet vor alles. Macht auf jeden Fall immer mehr Laune als mit irgendwelchen random Leuten online. Ja, auf jeden Fall. Timo ist eigentlich voll gut, auf den kann man immer alles wetten. Mhm. Wir müssen wissen, Gian hat gestern durch Wetten 25.000 hat er gewonnen, weil er gewettet hat. Ja, genau. Ja. 24 über 26. Durch eine Wette sogar nur. Mhm. Unter Wasser zu bauen ist gar nicht mal so einfach. Das ist voll einfach immer. Hol dir den Helm mit Atmung und sowas. Ja, hol dir den Helm mit Atmung, liegt zwar. So ein Helm mit Atmung jederzeit. Ich hab schon einen Zaubertisch. Hast du nicht? Wir haben entweder einen Zaubertisch, noch haben wir genug Level, um uns einen Helm mit Atmung zu verzaubern oder um uns so lange Helme zu verzaubern, bis wir einen Helm mit Atmung haben. Ich habe 17 Level, das könnte klappen. Und ein bisschen Glück. Du hast 17 Level? Ja. YOLO, Alter. Oh, the Nazi Ladies. Das ist mega cool. Ja, okay. Everybody's Gern nicht die Rolle von Mark gut ein. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Was? Hier, Gern, ich wollte dir eigentlich was bringen. Hier. Ich habe ein bisschen verrottetes Fleisch für dich. Oh, ich habe ein bisschen verrottetes Fleisch für dich. Freu dich. Ja, gut, wer es nicht will. Wer nicht will, der hat schon. Verdammt, ich habe wieder zwei Glas verschwendet. Aber immerhin wechseln, ne? Jonas hatte schon eine Freundin gehabt. Was? Nein. Also was machen wir gleich in GTA? Töten Leute, hab ich gehört. Nicht aufhören. Warum wachsen hier keine Bäume? Ich brauche mehr Knochen. Hat einer von euch Knochen? No. Nobody knows. Nö, ne, hab ich nicht, glaube ich. Na, hier fand ich bei mir im Inventory. Ich kann gleich mal in meiner Kiste gucken, wenn ich hier aus der Scheiße raus bin. There's one sound that no one knows. What does the fox say? Hati, hati, hati. Ja, weißt du, einfach auf der Klassenfahrt, ne, irgendwie, also wir sagen so, ja, wir schlafen jetzt, alle sind ruhig. Ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat dann einfach angefangen, hati, 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 oh. Und dann hatten, glaube ich, du, René und ich, werden, also Jonas, René und ich, werden alle Ohrwürmer davon. What does the fox say? Ding 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 ding. Ich muss mir ein neues Glas machen. Ich weiß, interessiert wenige Leute. Ist mir egal. Weil Glas ist wichtig für die Menschheit. Ich bin irgendwie dumm, ey. Ich hab schon voll Minecraft, wie man Minecraft spielt, vergessen. Tja. Ich nicht. Hey, ich auch. Das ist ein Zufall. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Lange. Weiß ich nur gar nicht. Nein, ja. Wir haben jetzt schon. Wir sind fast fertig. Nein, noch nicht. Wir müssen noch ungefähr 3 Stunden? Nee, gar nicht. Wir müssen noch ungefähr 11 Minuten aufnehmen. Ich habe mich vertan. Okay. Wir haben gleich 20 Minuten. Hallo Jonas, was ich dir mal erzählen will. Und das ist er weg. Was ich mal erzählen wollte. Was ich mal erzählen wollte. Was wollte ich eigentlich nochmal bauen? Genau, ich wollte mir noch einen dritten Ofen machen, genau. Hab ich ganz vergessen. Jan? Ja? Was war los? Nichts? Du warst auf einmal weg? Das ist halt, was ich dir noch erzählen wollte. Und dann hast du aufgehört zu reden. Ach so, ja, hat mich die ganze Zeit nicht gehört, oder was? Mhm. Ja, was war denn? Schon wieder ist er weg. Das war Jonas Schuld. Aber Jonas, was ich noch erzählen wollte, war alles deine Schuld. Alles. Ist er wieder weg? Er verschwindet immer für 5 Sekunden. Weil er wahrscheinlich immer so einen Rank so ganz kurz so zack, zack. Gut, weiter geht's. Der braucht das so.
Ja, ich stehe gerade in meinem Haus und schmelze Eisenbahn. Eisenbahn. Machst du so besser gerade? Besser? Ach so, ja, tut mir leid, Gier. War extra. Hört ihr mich das wieder? Ja. Okay. Lol, ich geh mal zu Jonas. Aber wer ist das verschwunden? Jonas sagt ja nichts mehr. Mein Bruder kam gerade rein und sagte, ich soll irgend so ein komisches kostenloses Spiel downloaden, damit wir es zusammen spielen können. Ich mach das morgen und dann sagt ihr, nein, mach das doch jetzt. Und dann sag ich, wir sind in der Aufnahme und dann sagt ihr, ja, lad das doch runter und nehm währenddessen auf. So was. Geh, ich hab gehört, du brauchst Eisensachen. Darfst du nicht. Nee, sag ich dir nicht. Ich hab gehört, du möchtest Eisensachen haben? Brauchst du vielleicht Eisensachen, Gian? Ja. Da hab ich was für dich. Guck mal, ich für Stoff habe da für dich. Stoff. Geiler Stoff, ne? Alles von Marc. Was? Von Marc ist hier nix. Der Marc gehört hier nix. In dem Haus. Also, nicht ganz. Nur so halb. Er hat hier gewohnt und hat mir Sand gefarmt. Es ist voll dunkel hier. Boah, ich will Gitarre spielen, ja, ohne Witz. Cool, du das nicht? Ja. Der kriegt schon Anfälle. GTA! Ich brauch's. Ich hab jetzt 60.000 ungefähr. Hast du eh nicht, du lügst wieder. Ich hab knapp 40, das ist voll realistisch. Ich hab auch knapp 40. Ich hab 15.000, weil ich mir ein Auto gekauft habe, also geklaut und dann aufgetunt. There's one sound that no one knows. Die Schwarzen in Deutschland. Irgendwie schon, ne? Eigentlich ist das die Wahrheit. Irgendwie so. Das ist ultra rassistisch. Aber so ein bisschen ist das die Wahrheit, weil. Nein, dann sag wenigstens noch, dass ich eine Ausnahme bin. Du bist keine Ausnahme. Aber es gibt ja auch. Schwarze sind ja cool und haben Afros. Warum und du hast auch einen Afro. Hat ja letztes so einen Sim. Was sagt uns das, weißt du? Ja? Ey! Oh nein, nicht schlagen! Was bin ich? Du bist schwarz. Ja, ich weiß. Vor allem Marc hat uns bei diesem Sims-Foto, oder? Hat er dich ja und mich ja voll schwarz gemacht, gell? Ich weiß, und auch noch voll behaart an den Brüsten. Also. sehr rassistisch, der Marc in diesem Fall. Ich weiß nicht, das gefällt ihm wahrscheinlich so. Hey, lass mein Glas. Hier würdest du bitte mein Glas in Ruhe lassen. Ich hab nichts geholt. Und was du jetzt hast, was zu essen? Ja, warte, ich geb dir was. Wie viel brauchst du? Ich hab ein Hunger-Ding. Mach mir jetzt einen ultra gut zum Kleier. Reicht das? Jo. Danke. Wie gut jetzt Mama Sex. Nein! Verschwinde! Ich will keine Ahnung. Geh weg! Schwule Leute kommen über das Haus! Ja, erst Marc und dann Gier. Echt schlimm, ey. Du ziehst solche Leute einfach an und aus. Aber oh, weißt du, ey, ohne Scheiße, was ist in deinem Leben falsch gelaufen, dass du immer solche Sprüche bringen musst, ey. Ziehst solche Leute halt an und aus. Lustig, ne? Ja. Ich weiß. Voll Trollololl bist du. Vor allem die Simulation, wenn man bei GTA runterfällt, ne? Wie so eine Puppe. Von Männern so behindert, ne? Der läuft einen Weg lang, fällt einfach auf die Fresse und stirbt dabei. Der macht nicht mal irgendwas Besonderes, der kann nicht mal laufen vernünftig. Der stirbt dabei einfach. Der dickste mein Charakter ist anders, oder was? Oh Gott, das tut mir weh, weil ich lache, ey. Ich muss gleich einfach GTA spielen, ich wollte heute noch 100.000 schaffen. Den hol ich auch. Das schaffst du eh nicht. Ja, wir müssen irgendwie. Ich guck gleich mal, wenn wir gleich anfangen zu zocken, gucke ich auf YouTube mal, ob ich ein Video finde mit irgendwie Easy Ways to Get Money in GTA Online, bla bla bla. Ja, machen wir das alle, ne? Wenn ich das finde. Ey, wir haben natürlich Raubüberfälle gegenüber Gegnern, ne? Wenn die Gegner mehr als 5000 Bar haben, dann kannst du das ganze Geld wegnehmen, wusstest du das? Kann ich dann rausnehmen. Einfach töten und dann das Geld nehmen, oder was? Ja. Ne, das stand da.
Also wenn du jetzt mehr als 5000 auf dein Bargeld auf mit hast, ne? Steht da irgendwas mit ist nicht sicher oder so. Gegenüber Spieler. Ich helfe dir mal ein bisschen, ne? Jo. Danke. Aber ich wusste irgendwie, wenn ich das so rassistisch bist. Warum denn? Warum? Das macht keinen Sinn. Darum, weißt du. Verstehst du es jetzt? Das ist wenigstens hier so eine Linie. Darum. Das hast du es verstanden, weißt du. Jetzt weißt du es, oder? Warum bin ich rassistisch? Darum. Weiß ich nicht. Darum, weißt du. Darum. Ich komm in mein Haus und sag, was machst du denn da? Beziehungsweise in meine Höhle. Was machst du in meiner Höhle, ey? Yay. Ja, echt. There's one sound that no one knows. Komm, fight. Nein, komm, wow. Komm hier. What does the fox yeah, say? Yeah, yeah. Hati, 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 ho. Hati, 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 ho. Any, I don't know. Any, I don't know. Genau, das sagt der Fox. Komm, so ein Fuchs so. Any, I don't know. Das ist cool. Ich wollte das eigentlich immer so haben, wie der Gerd jetzt gebaut hat. Egal, das geht aber auch. Ihr braucht das voll anders. Eliana! Eliananas! Eliananas! Eliana! Eliananas! Oh Jonas, ich freue mich schon mega auf Tribute von Arnhem. Zwei Teile ich auch. Hey, ich nicht. Ich musste immer noch das Buch zurückgeben, ich hab's immer noch wieder vergessen. Ja. Weißt du, muss ich einfach mal den ersten Film angucken, ne? Ja, muss ich das Buch durchlesen? Oder das auch einmal. Ich glaube, ich guck mir den ersten Film nochmal an. Ich habe den irgendwie schon fünfmal angeguckt oder so. Ich habe den zweimal gesehen, glaube ich. Einmal im Kino und einmal noch so. Ja, weil meine Schwester meinte, hey, was ist das für ein Film? Der ist bestimmt voll scheiße. Alter, die will auch jetzt gucken. Aber Zombies, kommt ja irgendwann mal von Disney, kommt ja irgendwann mal Star Wars Film wieder, ne? Im 2.7. ja, Star Wars 7. Wir sind immer gerade Zombies, ich mag die nicht. Könnt ihr pennen gehen? Mega scheiße. Ja, also ich kann. Ich hab ein Bett. Wir sind ja so weit gekommen bei dieser Aufnahme, muss ich jetzt sagen. Ein bisschen was haben wir gewissen. Ein bisschen was, ich hab mein Glashaus fast fertig. Also ich war jetzt nicht so unerfolgreich. Du hast es fertig in der zweiten Folge oder drin? Also fast fertig, also ich hab den ersten in das Haus komplett, so in den ersten Glasrahmen. So den Anfang habe ich fast fertig, damit ich anfangen kann, da innen vernünftig zu bauen. Ich guck überhaupt noch Gronkh oder so, Minecraft? Selten, ich guck eigentlich, wenn ich muss sagen, Let's Plays gucke ich aktuell viel von Pizmeat, also hauptsächlich Pizmeat. Das ist mega geil von Pizmeat. Also, ich verkaufe sich Pizmeat. Er kann das zwar, weißt du, aber bei dem wird das immer langweiliger. Da passiert nicht was Neues. Eliana, no. Lass pennen gehen. Wenigstens spielt er GTA. Muss ich ehrlich sagen. Er hat ja nie so richtig Spiele gespielt. Mogian, das machst du das Bett kaputt, du Idiot. Das sind Monster in der Nähe. Achso, ja, gib mir mal ein Bett. Mein Bett, wir müssen irgendwie. Versuche ich das mal nicht anders. Wir müssen nämlich irgendwo pennen. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Okay, warte, ich schicke mein Bett mal hier so hin. Also, wie lange nehmen wir jetzt noch auf? Bis 21 Uhr, oder? Nein, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Es sind Monsters in der Nähe, verdammt. Ja, wie lange denn noch? Noch knapp 2-3 Minuten. Okay. Es ist überall ein Monster in der Nähe, meine Fresse. Hier vielleicht. 100%ig hat das HTO entweder René oder so gemacht oder Mark. Oder Wesel. Oder Jan. Das war Wesel. Wesel hat das Lied angemacht. So, jetzt. Guck mal, ich habe ein verstörtes Gesicht gemacht. Krass. Er guckt dich an. Warum hast du ihm in die Hose gefasst? Dein Blick. Ja, lass es doch. Boah, ja, Alter, ich, weißt du, ja. Ich geb den Eisen, ich geb den Essen, ich geb ihm alles. Und er baut mein Haus mit Dirt zu. Boah, Gian, lass es sein, Alter. Du bist mir auf den Sack. Ich kick dich gleich. Ich schwöre, ich kick dich gleich, ey. Ja, mach ich's nicht ernsthaft, ich kick den gleich aus dem Server. Du bist hier, schnabbelt hier. Ich schwör's dir. Ich schwöre dir, Ananas, du bist hier, Ananas, ich bin hier, Ananas. Ich werd irgendwie immer wieder zurückgespawnt. Wenn du schlecht bist. Ich bin gleich tot. Ich glaube, ein Cousin von mir, ne?
Ich schwöre. Warum bin ich hier wieder vor? Ja, weil du gepennt hast, du Mongo. Aber ein Cousin von mir, weißt du, wie er heult. So, also wie so I, ne? I-Laute, so I. Verdammt, ich hab mein Glas zerstört. Ja, Jonas heult so. Du laberst. Ich hab Luft mehr gekriegt. Ja, ja. Ich weiß das. Soll ich sagen, warum? Damals, in der 7. Klasse, als ich dir deine Actionfigur geklaut habe. Ach so, meine Actionfigur. Ach, ach ja, genau die. Ja, ja, noch. Ja, die Captain Super Action Figur. Captain Super Action, das war's, dieser geile Film. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Aufnahme, ne? Ja, das war das letzte Mal, dass ich hier bei Radio bin. Ja, der geht jetzt nämlich für immer. Der geht nach Kanada, weil der Ahorn mag. Tschüss. Tschüss. Ahorn mag. Tschüss. Mag die Laura. Ich hab einen Screenshot gemacht, ach so. Ich dachte, mein Spiel wäre abgestürzt. Ja, okay, Leute, dann. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.